Und damit willkommen zu Das beantwortest du nie. Heute mit Vincent Weiss. Wir bekommen heute Fragen von euch da draußen. Ich stelle jetzt schon mal in den Kommentaren Fragen, die wir für den nächsten Promi verwenden können. Da begrüßen wir nämlich Deutschlands bestes Kerstin Ott-Double. Was wolltest du deinen Fans schon immer einmal sagen, aber bisher hast du dich einfach nicht getraut? Ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Job machen kann. Und bitte hört auf, mich privat anzuschreiben. Das nervt nämlich. Ich glaube, ich habe noch nie beim Konzert gesagt, aber es stört mich manchmal, dass relativ selten auf die Mitmenschen geachtet wird. Mhm. Und dann einfach das Ego so ein bisschen durchkommt, der Rest vergessen wird und dann geschubst wird, gedrängelt wird, Kinder werden manchmal weggeschubst oder vorne an der Reling zusammengedrückt und da sollte man ein bisschen auf die anderen achten. Aber während des Konzerts, wenn ich das sehe, mitten in der Strophe, dann singe ich die Strophe meistens zu Ende und fange dann an, nicht das anzusprechen. Aber Leute, achtet ein bisschen auf eure Mitmenschen links und rechts, gerade wenn sie halb so groß seid wie ihr, denn die können meistens nicht sehen und stehen deswegen gerne vorne und da muss man sich nicht davor stellen. Da bin ich gemeint zum Beispiel. Genau. Welche Änderungen an deinem Image würdest du am liebsten sofort vornehmen? Ich möchte mehr Sexsymbol sein. Das war mein Anspruch zu Beginn meiner YouTube-Karriere. Und da war ich, glaube ich, noch süß. Aber mittlerweile bekomme ich noch ganz selten dass die Leute kommentieren, dass sie mich irgendwie attraktiv finden oder sowas. Kannst du dir jetzt aufschreiben, dass ich das nachher unter das Video schreibe? Dennis sah so gut in dem Video aus, den würde ich schon gerne mal. Ja, das ist klar. Das Sexsymbol. Das sagen Dennis Gäste immer nur hinter der Kamera, aber auch mal vor der Kamera. Was wirst du bei dir ändern? Ich würde gerne ändern, dass man als Deutschrap-Künstler nicht ganz so neutral im Mainstream-Bereich gesehen wird, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass wenn zum Beispiel in Chemnitz eine Veranstaltung ist, wie es vor ein paar Jahren waren, dass da Kraftklub, Casper und alle Bands gefragt werden. Und ich finde, dass wir im deutschen Bereich auch gerne mal bei solchen Veranstaltungen teilnehmen können. Wir werden aber gar nicht erst gefragt, weil unser Image ein ganz anderes ist. Aber ich finde, je mehr Leute auch aus unserem Bereich und aus dem Mainstream-Bereich bei solchen Veranstaltungen dabei ist, desto mehr Leute kann man erreichen. Und deswegen würde ich ganz gerne bei sowas in Zukunft auch links mal gefragt werden. Ja! Was würdest du eher vernaschen? 4 Fangirls oder 5 fermentierte Frühstückseier? Ich weiß ja nicht, ich hast du das erste Jahr schon gemacht. Ich würde natürlich mich für die Fangirls entscheiden. Obwohl, Frauen sind wunderschön, aber ich möchte, glaube ich, auch mal so ein fermentiertes Ei probieren. Einfach nur, damit ich mich danach richtig schön übergeben kann. Okay, dann würde ich die 4 Fans dabei nehmen und wenn wir das zusammen machen, dann kannst du mir dabei zuschauen, während du deine Frühstückseier isst. Das ist doch... Das klingt echt nach einer tollen Sache. Da hat ja jeder. Best of both worlds. Ja, wirklich perfekt. Vor allem, dann können sie dabei dich angucken, weil du bist ja dann das neue Sexsymbol. Ja, und ich sehe. Wann hast du dir das letzte Mal gedacht, leck mich, ich bin raus? Vor 30 Sekunden. Krass, da wollten wir aber die gleiche Antwort geben. Ja, mega. Wie viel Geld muss man dir bieten, damit du etwas tust, was du ohne Kohle nicht tun würdest? Was tue ich denn ohne Kohle nicht? Da fällt mir schon mal nichts ein. Erste Frage. Also ich hab mal einen Podcast gemacht, den ich eigentlich abgesagt habe, aber dann halt, da wurde mir halt so absurd viel Geld angeboten, dass ich dachte, okay, dann die 2 Stunden halt, ziehst du halt durch. Ja! Eigentlich macht man ja zum Glück, haben wir das riesengroße Privileg, dass wir einen Job machen können, den wir gerne machen und ein Hobby zum Beruf zu machen. Von daher mache ich auch einfach... Ich meine, ich habe bei Musik angefangen und habe dafür Geld bekommen, für die ersten Auftritte. Da habe ich ja sogar noch für gezahlt, dass ich irgendwie spielen darf. Und das hat sich ja nur irgendwann zum Glück irgendwie geändert, dass ich jetzt damit dass mein Hauptjob das sein darf und ich damit Geld verdienen darf. Es gibt ja auch diesen Job, wie heißt es nochmal, wenn man nur eine Abendbegleitung ist? Escort. Ohne anfassen könnte ich mir jetzt so ohne Kohle als Privathobby als nicht vorstellen. Aber wenn mich jemand mal für den Abend ausleihen will, ich bin nur die hübsche Begleitung oder seit heute wieder die sexy Begleitung, wie ich sie früher einmal war. Dann würde ich das wahrscheinlich machen. Was ist deine ekligste Angewohnheit? Ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass ich halt Laktosentoleranz habe und einfach trotzdem Milch und Schokolade und alles Futter. Aber nimmst du auch dann die Pillen, dass das dann quasi... Nee, eben nicht. Ja! Am Anfang gewöhne ich mir das ein bisschen, oder versuche es mir so ein bisschen anzugewöhnen, das nicht ganz so zu zeigen, dass ich halt Probleme habe mit meinem Magen. Aber so mein Management und so ein Adi mit mir lang im Auto sitzen, Meine nächste Angewohnheit ist, dass ich, darf ich es echt sagen? Ich habe Schlüsselwund. Und an meinem Schlüsselwund... ist ein kleines Messerchen. Und ich saß vor 2 Tagen auf der Couch. Ich habe mir damit meinen Zeh geschnitten. Aber ist das eine Angewohnheit? Also machst du das regelmäßig? Wann warst du das letzte Mal so richtig romantisch? Bist du ein romantischer Typ? Kann schon ab und zu passieren, ja. Mhm. Zumindest, weil das aufgefasst wird, was ich mache, manchmal als romantisch. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich so mal ein Date habe,
dann bin ich ja irgendwie in der Stadt XY, so wie in Köln gerade. Und wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe nur jetzt mal 2-3 Stunden morgen Frühzeit, dann würde ich mich jetzt heute Abend noch ins Auto setzen und 6-7 Stunden hinfahren. Und das wird dann manchmal als romantisch angesehen, dass ich halt dann am Anfang so into it bin und versuche viel zu machen, um halt kurze Zeit miteinander zu verbringen. Das ist jetzt nicht so das Kerzenblumending, sondern eher, dass ich versuche alles möglich zu machen, dass wir 2 schöne Stunden haben können. Und danach ist das Handy blockiert und meldet sich nie wieder zurück. Das endet meistens. Ich würde sagen, ich bin schon in der romantisch. Ich versuche halt immer so Kleinigkeiten, so Gesten. Schokolade mitbringen vom Einkaufen. Und natürlich harter Sex. Womit warst du bis heute nie richtig zufrieden? Oh, schwierige Frage. Ich habe mir immer gewünscht, ich bin damit auch nicht unzufrieden, aber ich habe mir immer gewünscht, dass ich noch ein Stückchen größer bin. Ich bin jetzt nicht erschreckend klein, aber ich wäre gern so groß wie du. Aber wächst man nicht bis 30 noch? Ja! Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass zum Beispiel der Penis, bis man 30 ist, noch wächst. Also ich habe noch jetzt 11 Monate, die ich ganz viel Hoffnung in die Zeit lege und sage, es kann noch was passieren. Junge, du hast noch ein bisschen Zeit. Aber sonst bin ich eigentlich relativ happy mit mir selber. Nie richtig zufrieden. Kontostand oder? Nee, ist auch schön. Ja! Ich glaube, ich bin nie so zufrieden damit, dass ich halt, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, dass ich halt einfach super schlecht bin in so Melden und Kontakt aufrechterhalten und sowas. Sondern immer einfach vor allem, dann ist halt wirklich so, ich blockiere es nicht, aber ich ignoriere es. Also in meinem Kopf ist es blockiert. Wie viele Nachrichten hast du bei WhatsApp ungelesen? Weil es gibt so viele Leute in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, da steht so eine dreistellige Zahl. So viele Leute schreiben ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber guck mal, ich bin jetzt nur, also seitdem wir hier drin sind, ist halt die ganze Leiste voll mit Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe. Und das ist halt innerhalb von eineinhalb Stunden, die jetzt hier bin. Und es sind, wenn ich auf den Chat klicke, 285 Menschen, die gerade auf eine Nachricht warten. Wo ich denke, so viele kenne ich ja gar nicht. Hand auf Herz und Brieftasche. Bist du reich? Also ist schon bezogen auf materiellen Reichtum. Materiellen Reichtum, okay. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall noch nicht reich, aber ich hoffe, dass ich irgendwann reich bin. Welche Person hat sich erst wieder bei dir gemeldet, als du berühmt warst? Ich sehe es ja wahrscheinlich, 299 Leute sind das wahrscheinlich gerade. War ein Scherz, wirklich. Ja. Weil ich habe sowas schon mal gesagt, das kam dann irgendwann, das war dann zu ernst genommen. Aber es gibt einige, viele. Was schreiben die dann? Ja. Hey Bro, hier ist der und der. Und das hat noch niemand gehört. Mhm. Wir waren mal in der Parallelklasse. Meine Freundin ist Fan, komm, gib mal Tickets zur Konzert. So. Oder schick mal CD oder schick mal Merch. Ich habe diese Erfahrung gar nicht gemacht, weil ich immer mit Benny so eng war. Aber gibt es bei dir den Moment, zum Beispiel mit Benny, weil ihr so close seid, dass ihr euch manchmal streitet und gar keinen Bock aufeinander habt und euch dann nur trefft, weil ihr zusammen arbeiten müsst? So ist es hauptsächlich, ja. Nein, wir streiten uns jeden Tag, aber es ist halt... Ja, richtig ernst ist es so nie. Berichte von deinem außergewöhnlichsten Partyabsturz. Boah, welche Story soll ich nehmen? Ich habe einmal besoffen in Spanien mein Handy übers Meer geflitscht, weil ich so voll war. Bin dann auf dem Marktplatz eingeschlafen in Spanien. Meine Freunde habe ich nicht gesucht, weil die dachten, ach komm, der kommt schon mal nach Hause. Wurde morgens wachgekickt von einer Dame, weil ich auf ihrem, also diese kleinen Treppenvorsprung vom Laden, da bin ich geschlafen. Da habe ich morgens wachgekickt. Ich wusste nicht, wo ich bin, ich hatte kein Handy. Und bin dann auf dem Weg irgendwie zum Hotel gelaufen, wusste ich auch nicht, was es ist. Einfach die Hauptstraße irgendwie runter. Und dann kam mir tatsächlich und ich war so dankbar, meine beiden Freunde entgegen. Die noch, da bist du ja und so. Ich meinte, ey, wie habt ihr denn nicht irgendwie mal abends, wenn ich nicht im Bett lande oder so bei euch? Also mal nachgefragt, wo ich bin. So. Also das war schon. Was war der Sinn auch, dahinter? Das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe, weil die gefragt haben, wo mein Handy ist. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich es halt ins Meer geworfen habe. Also, wieso wirft man denn sein Handy ins Meer? Also das ist ja das Dekadenteste und Dümmste. Nee, also da gibt es noch dümmere Sachen, aber die ich hier gemacht habe. Ach, ich habe schon so viel mal Partyabstürze erzählt, deswegen drücke ich jetzt den Joker. Liebe Freunde, das war Das beantwortet nie mit Vincent Weiss. Wenn ihr auf eine Antwort von ihm wartet, ihr wisst jetzt Bescheid, er wird versuchen, sich zu bessern. Ihr bekommt in 1,5 Jahren dann die Antwort. Wenn es wieder neue Emojis gibt, oben gibt es für euch ein tolles Video. Und zwar von Lidiro, ganz tolles Ding. Und unten gibt es die letzte Folge, Das beantwortest du nie. Gebt Like, abonniert den Kanal und besucht ihn auf all seinen Touren. Gerne. Tschüss. Ciao.